Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge von The Curse of Monkey Island. Es ist genau 15 Uhr. Ach, jetzt habt ihr den ersten Gongschlag verpasst. Naja, tut mir leid. Ach ja, gut. Wo waren wir stehen geblieben? Es ist wieder schon lange her. Na gut, nicht lange her. Es ist wieder eine Woche, ne? Ist ja das Wochenende-Projekt. Und ich hoffe, dass die Auflösung passt, weil ich muss ja das Bild immer auf so passen, dass es hier zwischen den Rahmen passt. Und mir fällt gerade ein, dass ich immer noch nicht in der Videobeschreibung geschrieben habe, woher das Originalbild stammt, hier für den Rand an den Rahmen. Okay, die beiden hier, genau, LeChuck und Elaine, die kennt man ja aus dem Spiel, aber das ist ja die Wolken und der Hintergrund, das ist ja woanders her. Passt aber eigentlich, oder? Naja, gut. Und den, ich glaube, diesen kleinen schwarzen, leichten, dünnen, schwarzen Rand hier, links und rechts, ich glaube, das geht doch eigentlich klar, oder? Ja. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir müssen, wir haben mit Hengis McMutton in der letzten Folge besiegt. Ganz fair natürlich mit dem Gummibaum, dem guten alten Gummibaum, den man auch im vierten, nein Quatsch, im fünften Teil, Quatsch. Ach ja, stimmt ja. Es gibt ja jetzt den vierten Teil auf GOG.com. Genau, mal hier rein. Nochmal hier die Gedächtnisse aufzufrischen. Gibt ja jetzt auf GOG.com, das haben sie auch große Dickwerbung, ja nicht Dickwerbung, haben sie auch wieder eine E-Mail geschickt, wo es dann hieß, endlich komplett, Monkey Island, jetzt auf goodoldgames.com, alle vier Teile, Monkey Island 1 bis 4, wobei die ersten zwei sind ja jetzt nicht die richtigen Originale, in Anführungszeichen, sondern hier diese Remake-Version, die vor ein paar Jährchen rausgekommen sind, ein paar Jährchen, in Anführungszeichen, sind auch schon wieder 10 Jahre her wahrscheinlich, 2009 oder 10 oder so, ja, und Monkey Island 3, wie den hier, also die emulierte Version, wo man ja die deutschen, immer leider noch die deutschen Sounddateien sich extra runterladen muss, aber naja, gut. Vielleicht kommen sie auch noch da auf den Trichter. Ja, und jetzt eben Monkey Island 4, den, wann war das? Es musste 2099 gewesen sein, oder? Ja, genau, kommt auch hin. Die böse Zeit, die schlechte Zeit. Bereit, Segel zu deutschen? Bereit, das Segel zum Abenteuer zu setzen? Ei. Ich werde an Bord deines Schiffes sein, sobald du für mich bereit bist. Ei! Genau. Stimmt ja, stimmt ja. Naja, ich bin bereit. Ich bin immer bereit. Genau, aber wir brauchen noch die anderen beiden dafür. Ja. Ach, die Anfang 2000er, Ende 2000er. Die Zeit, als die Point-and-Clicks gestorben sind. Ja, ja. Und die Zeit, als die Leute auf DVD... nicht auf DVD gesetzt haben. Nee, doch, doch. DVD fing ja da an, ne? Ja, ja, als man auch 70 Mark oder 100 oder so von der DVD bezahlt hat. Mit so tollen Extras wie Szenenwahl und Untertiteln und englische Sprache. Wow! Ja, das waren damals noch die Extras. Ach ja, und Trailer. Ja, das hat damals alles so angefangen. Ja, hätten die mal früher gewusst, als man Filme gemacht hat, also in den 80er, 70er, 60er und so weiter davor, dass man Bonusmaterial auf so eine DVD klatschen kann, um da nochmal das Extra zu verkaufen, hätten sie wahrscheinlich die meisten geschnittenen Szenen oder so noch aufbewahrt. Naja. Es ist die Karte, die den Weg nach Blood Island zeigt. Liebevoll von Placidos Rücken gepellt. Und der Placido muss wahrscheinlich, sollte mal einen Hautarzt aussuchen. Und jetzt kümmern wir uns um Halsabschneider Bill. Ja. Als die Zeit, als man dachte, oh, wir müssen jetzt mit der Zeit gehen und alle Leute haben jetzt so 3D-Voodoo-FX-Karten. Wir müssen jetzt auch auf 3D machen. Genau, wir müssten jetzt einen Monkey Island in 3D machen und einen Baphomet-Fluch in 3D und einen Simon the Sorcerer 3D. Ah. Wie sieht's mit der Crew-Beitreten aus? Herrster in Industrie, Piratengeschichte. Kann man eigentlich den Text lesen? Ja, ich glaube, in der Aufnahme ist die Grafik ein bisschen nicht ganz so pixelig, weil. Ja, stimmt, weil ich glaube, die Uhrzeige kann man auch in der Aufnahme hier besser erkennen als bei mir hier, weil sie sieht ein bisschen pixelig aus. Wollen Sie nicht meiner Crew beitreten? Du hast noch immer nicht bewiesen, dass du etwas Wertvolles finden kannst. Wenn du mir einen richtigen Schatz zeigen kannst, kannst du wiederkommen. Jetzt könnte man natürlich sagen, oh, einen Schatz finden, ja. Tschüss. Na gut, dann ja, besorgen wir uns doch ein Stück vom Marley. Ja, kratzen irgendwie so ein bisschen was wir schleifen ein bisschen was von ihr ab. Nach dem Motto, ja, ach, du wolltest doch eh mal ein bisschen abnehmen. Und jetzt wieder Leute so, ah, Sexist! Oh, Frauen wollen sie abnehmen! Oh, Frauentauschen, oh, Privilege, blablabla. Nein, Quatsch, nein. Nein, nein, es ist einfacher. Man muss etwas ein Goldenes finden. Nicht wahr? Genau. Was man, ich sag mal, nicht winkt mit dem Zaunfall, sondern eher winkt mit den Goldzahn. Habe ich schon erwähnt, was für einen schönen Goldzahn sie haben? Ja, hast du. Ja, habe ich schon erwähnt? Ja, hast du. Genau.
Und Leute, die das Spiel hier schon gespielt haben, wissen ja, dass man hier dieses Rätsel auch machen kann, was mit diesem Fenster, dieser Abflussrohr, diesen Abflussrohr und dieser Matschfüße zu tun hat und ein Sieb. Aber da wir hier auf leicht spielen, damit ich das Spiel nochmal spielen kann, als Let's Play, falls mal wieder was los ist, nicht los ist auf diesem Kanal, wie in den Aufrufen, weil dieses Spiel uralt ist und kein Schwein kennt und es nicht Warframe ist oder irgendwas Aktuelles, naja, blablabla, naja, wissen wir ja, wie wir jetzt an etwas kommen können, was Bloodbath bei sich trägt. Hi, Bloodbath. Das ist der Besitzer des Ladens. Hey, wie geht's? Goldzahn. Hey, ja, also, noch offensichtlicher geht's ja nicht, nicht wahr? Entschuldigung. Haben Sie irgendwelche Spezialitäten? Obwohl, das haben wir ihn ja schon gefragt, ne? Habe ich erwähnt, wie sehr ich Ihren Goldzahn bewundere? Ja, hast du. Kling. Okay. Ich lasse Sie jetzt weiterarbeiten. Ei. Ei. Ja, und er hat ja auch erwähnt, er mag gerne knackige Sachen. Einige frittierten Schnäbel. Lecker. Au. Warte, ich muss mal kurz kratzen. Ah. Ach ja, und hier unser Grim-Fandango-Referenz. Unser Referenz. Dieser ganze schmutzige Schauplatz schreit regelrecht nach Streit. Hat er eigentlich noch was zu sagen? Er redet nicht viel. Ja, er ist ein stiller Mensch. Eine stille Person, genau. Ja, und Grim Fandango ist ja seit einigen Jahren. Das ist wahrscheinlich auch schon wieder 3 Jahre her. Gibt es jetzt auch so eine neue Version. Auch auf GOG. Und generell auch auf Steam und so. Wo sie ja diesen Fehler behoben haben. Es war eins der mittelguten 3D-Spiele, wenn ich mir so richtig irre, ne? Also im Sinne von, ich will eigentlich, dass du dich da hinstellst, Guybrush, genau. Im Sinne von, es war zwar 3D, aber ich glaube, die Gags waren gut und die Idee mit von Land des Todes und die menschliche Welt wird so dargestellt in Scherenschnitten. Und, ja, so ein bisschen Beetlejuice-Vibe halt. Das war, glaube ich, das Gute und der Humor auch. Aber das Problem war halt, dass die Entwickler von LucasArts gedacht haben, es ist 3D! Komm, ja, andere 3D-Geschichten machen wir auch. Also machen wir doch da am besten die Resident Evil 1 Panzersteuerung rein, wo man mit WASD steuern muss. Und der Charakter, man weiß nur, wenn etwas Wichtiges zu sehen ist, daran, wo der Charakter seinen Kopf hingerät. Tja, das war das, was, glaube ich, Grim Fandango wohl dir das Genick gebrochen hat für die, bei den Tests und so weiter. Gut, ja. Wozu brauchen wir eigentlich mal das nasse Handtuch? Das weiß ich gar nicht mehr. Hätten sie mal da so eine... Ja, ist das. Hätten sie mal da so eine, ja, die übliche Maussteuerung reingepackt, dann wäre das Spiel wahrscheinlich viel besser angekommen. Aber das haben sie jetzt bei dem Remake, ja, wartet mal, geändert. Ja, das hat, glaube ich, den Wert in Prozenten, weiter, ich hätte noch in Prozenten gerechnet bei Tests, bei einigen alten Magazinen wahrscheinlich auch. Wie eklig, da sind Spucke und Haare von jemand anderem dran. Das beweist, dass es gut ist. Da sind nur ein bisschen Spucke und Haare dran. Ein bisschen. Kieferknacker. Naja. Genau. Ja, kann man ja natürlich wieder streiten, ne? Diese Inflationsgeschichte mit den Videospielmagazinen damals in den 90ern, Ende an der 80ern. Happy Computer, Powerplay und Co. Bis zu PC Action, dass hier irgendwie so gescholten wird, weil, das ist nicht witzig. Und so, das mag ich nicht. Die Witze sind flach, das ist kindisch, bla 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 und so. Und ihr verarscht immer die Leute in euren Leserbriefen, das finde ich nicht gut. Ich mag es nicht, ich fühle mich beleidigt. Genau, und dann eben noch PC Games, was quasi die nette Version davon war, und natürlich noch die GameStar und so weiter. Und wann kann man natürlich wieder die Frage stellen, wie kann man Spielspaß in Prozente berechnen, ne? Ist das jetzt 5% Spielspaß? Ist das jetzt 10% Spielspaß? Wo ist da der Unterschied? Warum kriegt das Spiel ab 84% einen Preis? Gold-Award und ja, warum gerade 84 und nicht 85? Oder, naja. Ach, da kann man ja, glaube ich, ewig diskutieren. Na gut, aber erstmal gehen wir in den Kieferknacker. Amerikanische Süßigkeiten. Hätten Sie gerne diesen Kieferknacker? Ich danke Ihnen. Jam, jam, jam. Autsch. Ich glaube, ich habe meinen Goldzahn verloren. Ich wusste, dass Süßigkeiten schlecht für meine Zähne sind. Aber es knackte schön und war ein Fest für den Gaumen. Ab jetzt bleibe ich bei fleischigerem Essen. Etwas Kaubares. Nun, auf ein neues. Ich könnte jetzt gut was zum Kauen gebrauchen. Ah, obwohl, das ist jetzt schon wieder ein bisschen zu offensichtlich so. Ich könnte jetzt was Gutes zu kauen verbrauchen. Es fehlt eigentlich nur, dass sie das in Caps Lock geschrieben hätten. Aber, ach, komm, geht ja eigentlich. Obwohl,
War bei den alten Monkey Island-Teilen, war das auch so? Mit so auf die Nase binden, teilweise? Bei einigen Gags? Ich weiß ja nicht, weil bei Monkey Island 3 war ja nicht immer die Originalleute dabei. Zwischen Ron Gilbert nicht mehr. Hm. Und im Hintergrund wahrscheinlich auch ein paar Leute nicht mehr dabei. Na gut. Etwas zum Kauen. Hm. Ich glaube, wir sollten nicht den Reservierungsvorschlag oder das Bauchrednerbuch kauen lassen, obwohl. Ich probiere es mal aus. Wer weiß kann. Oh, das geht. Ober, was macht dieser Fußknorpel in meiner Suppe? Oh, schade. Schade, ich hätte jetzt gedacht, er würde jetzt darauf reagieren. Aber hey, wusste ich gar nicht, dass das funktioniert. Komisch, das ist ja genau wie mit dem Ipikak-Strauch. Cool. Das habe ich gar nicht gewusst. Das ist immer witzig, weil man in alten Spielen immer welche Sachen entdeckt, die man vorher gar nicht wusste, nicht wahr? Wie das mit der Uhr, dass die nach der Windows-Zeit geht und dann schlägt. Oder eben mit der Ipikak Beschreibung von dem Buch, von der Pflanze, dass die Leute nur noch Ipikak oder, ach nee, Papa Fischu sagen, wenn man sich wehtut. Angeblich. Oder eben das mit dem Buch. Cool. Ober, was macht dieser Fußknorpel in meiner Suppe? In meiner Suppe? Sag Suppe, Franzos. Niemals. Okay, wenn du sagst, ich mach, mir macht Spaß. Gluck und dann, Maustraps, genau. Ich verdiene mir das. Ich bin nicht so ein Weg der Clisou-Charakter Franzose. Ich habe auch meine Würde. Genau. Damals, als die Simpsons noch gut und handgezeichnet waren. Und ich in jeder Folge einen 70 auftragen muss. Wobei, gut, die neuen Folgen haben auch ihre Höhepunkte und auch einige gute Sachen. Aber einige Sachen wirken schon mehr. Wie eben diese. Wisst ihr noch, diese Kisha? Wake up in the morning, feel like P. Diddy. Genau. Don't stop, I'm drunk. Let's be party all night, bla bla. Das wirkt ja irgendwie ein bisschen so von wegen, ah, sind wir auch noch cool? Oder eben auch diese Lady Gaga-Folge. Oder eben, dass Lisa immer nerviger und besserischer wurde über die Zeit. Immer penetranter wurde mit ihrer von ihrer Art her. Und nicht mehr so ein Depri-Mädchen, das immer noch ein bisschen auf mit Bart Simpson mithalten kann, von wenn es sein muss. Von Humor her. Ach, ich weiß nicht. Naja. Und noch nicht alles mit Computer gezeigt worden. Na gut, können wir noch darüber reden, wegen den Köfferknacker? Entschuldigung. Ist schon alles gerade und Computer gezeichnet, ne? Wie halt in den neuen Simpsons-Folgen. Habe ich ja gesehen, wie ich Ihren Goldzahn bewundere? Habe ich erwähnt, wie sehr ich Ihren Goldzahn bewundere? Ja, hast du. Hast du. Kling. Warum blinkt der eigentlich noch? Ich dachte, der wäre locker. Ich lasse Sie jetzt weiterarbeiten. Ei. Ei, genau. Apropos Kieferknacker, amerikanische Süßigkeiten. Gibt es eigentlich amerikanische Süßigkeiten, wo ihr sagen würdet, ja, die sind geil, das kann man kauen. Dafür bezahle ich extra Geld, dafür, dass das extra aus Amerika rübergeschiffert wurde. Hm. Weil, das ist das Problem, ne? Siehe irgendwie Beef Jerky oder Pop-Tarts oder welche anderen Geschichten im Spezial Ausländer amerikanisches Regal in großen Supermarkt, ne? Ganz schön heftig teilweise, die Preise. Naja. Da bin ich doch wieder bei unseren Deutschland, genau. Die sind zumindest billiger und muss man nicht lange suchen. Mögen Sie einen Kaugummi? Danke. Ah, danke schön. Das ist wirklich guter Kaugummi mit Steakgeschmack. Von der einen Backe in die andere Backe. Hoffentlich die im Mund. Genau. Oh, was schwebt denn da? Komm, wir beißen rein, genau. So nah stehen wir uns nicht, dass ich seinen Kaugummi kauen wollte. Oh ja, das wäre zu intim. Genau, genau. Kieferknacker sind, glaube ich, gut. Und ich glaube, Jellybeans, ja gut, die kriegt man, glaube ich, in diesen Shop. Ich mache ein bisschen Schleichwerbung. Da im Braunschweig, Quatsch. Wolfsburg, beim Kino, in Cinemax. Das ist halt dieser kleine Comic, nee, nicht Comicladen. Hier dieser Gagladen, so Nanu, Nana-mäßig, wo man so Gag-Geschichten oder Poster oder eben auch diese amerikanische Süßigkeiten oder Spezialgetränke kaufen kann. Ist denn das? Genau, Nadel. Genau, setzen wir mal gleich ein. Ja, die, ich glaube, die haben auch diese auch mal ein paar amerikanische Süßigkeiten. Komm, können Sie kaufen. Kling. Sie kleiner Schlingel. Da haben Sie dem alten Captain Blondbart auf einen lustigen Streich gespielt. Komm, fick ich nochmal. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Das war ein lustiger Streich. Ja, das ist eine AIDS-Nadel. Oh Gott, nee, der Witz ist alt. Ach, kennt ihr auch dieses alte Video, dieses alte Meme von wegen hier? Genau, von wegen, ich habe hier eine Nadel in den Kinosessel gesteckt. Naja.
Und wer ist damals drauf reingefallen? Genau, Mr. Augen. Ich habe mehr Ringe als Augen. Und in China wollen sie jetzt Hunde züchten ohne Poloch. Genau, dass das total unrealistisch ist und die Tiere wahrscheinlich eh gleich sterben, aber naja. Und ja, genau. Und Kreuz.net ist auch echt. Genau. Ach ja, na gut. Also Leute, ein bisschen YouTube-Bashing, YouTuber-Bashing, ein bisschen Gemecker gegen Simpsons und Hinweis auf alte, genau, als die alten Point-Click-Games dazu 3D geworden sind. Genau. Und auf offensichtliche Rätselhinweise. Okay, gut Leute, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Monkey Island, Curse of Monkey Island und ja gut, bis dann. Ciao. Ach ja, und dann gehen wir Süßigkeiten. Quatsch, gehen wir den Goldzahn natürlich ab. Also Leute, bis dann. Ciao. Ahoi.